Wir bauen jetzt da oben erstmal die Gefängnistüren rein als nächstes. Warum sind die hier eigentlich noch offen? So. Das kostet einiges. Diese sind recht teuer. So. Was übrigens kein Problem ist, ist, wenn man Sachen falsch baut. Die kann man einfach abreißen. Die werden dann im Lager eben gelagert, was Sinn macht. Und man kann die da dann später, wenn man sie wieder baut, werden die erstmal aus dem Lager genommen, anstatt die direkt neu zu kaufen. So, wir richten jetzt hier erstmal die Zellen ein. So. Die sind auch alle, ja, die sind alle groß genug. Als nächstes kommt dann die Wasserpumpe. Bei Versorgung ist die das Pumpwerk. Eigentlich hätte ich hier ringsrum frei um den Generator gerne. Aber ich denke, wir müssen es dann einfach später erweitern. Die sollen jetzt erstmal die Pumpe dahin bauen und wir können hier jetzt mit den großen Rohren. Mit den großen Rohren. Jetzt finde ich die nicht mehr. Da. Können wir jetzt die Wasserleitungen verlegen? Ich weiß nicht, ob die Pumpe jetzt einen speziellen Ausgang hat. Ich glaube schon, deswegen warte ich noch kurz. Was ist das? Verbinde deine Steuerungssysteme miteinander. Ach so. Ja, man kann irgendwie später, glaube ich, so Steuerungssysteme bauen, womit die Mitarbeiter dann so über so Monitore oder so, glaube ich, solche Türen einfach fernschließen können. Ich glaube, das ist halt bei schweren Häftlingen wichtig. Und ja, die Zellen sind jetzt fertig und wir können mit der Einrichtung beginnen. Wir brauchen dazu. Es ist gerade 1 Uhr nachts. Wir brauchen dazu die Betten. Keine Ahnung, warum ich gerade gesagt habe, die Uhrzeit gesagt. Ich habe nur geschaut, wann die ersten Gefangenen dann kommen wollen. Ich habe die doch angemacht, oder? 8 neue Insassen erwartet in 6 Stunden. Gut, dann sollten wir langsam auch mal Personal einstellen. Und zwar nehmen wir einfach. Gut, 4 Wachen. Müssten erstmal reichen für einen Anfang. Und jetzt machen wir die Zellen noch schnell fertig. Und zwar müssen eigentlich noch Toiletten rein, so schön. Neben das Kopfende. Das ist dann auch sehr schön. Was die Gefangenen übrigens auch öfters mal machen, ist, sich einfach durch ihre Zelle einfach rausgraben, um dann flüchten zu können. Ist auch nicht so toll. Deswegen muss man oft eigentlich einfach mal Zellen durchsuchen. Das gefällt denen natürlich aber gar nicht. So. Wir machen jetzt mit der Versorgung weiter, weil, nee, die Pumpe macht hat keinen speziellen Ausgang. Heißt, wir können erstmal hier so ein großes Rohr hier oben langlegen und dann quasi mit den kleinen Rohren hier einfach runtergehen. Hier dann auch. Und zwar müssen die Toiletten einfach direkt angeschlossen sein. So. Und dann wären die ersten Zellen auch schon fertig, wenn hier alles bereit ist. Oh, wir müssen hier aber noch zumachen. Den Zaun. Damit die hier nicht entwischen. Aber soweit sieht es eigentlich ganz gut aus hier. Also die können hier nicht entwischen. Hier ist zugemacht mit dem Zaun. Hier ist ein Zaun. Da ist auch ein Zaun. Hier ist ein Zaun. Und der Rest ist eben mit den Gebäuden zu. Also können die ersten Gefangenen kommen. Die kommen ja auch bald. Ah, genau. Die müssen wir noch anschließen. Das braucht ein langes Rohr. Ich hoffe, ich muss jetzt das Geräusch nicht jedes Mal machen, wenn ich das sag. So. Jetzt haben wir hier auch das Spülbecken verbunden. Mit einem Rohr. Mit unserem Wassernetz.
So, jetzt wird es auch langsam mal, glaube ich, spannend, wenn dann die ersten Gefangenen kommen. Weil dann schlägern die sich auch mal. Ist immer ziemlich lustig. Weil die Gefangenen schlägern sich dann und dann schlägern sich die Wachen mit und die denken sich dann, hau drauf mit ihrem Knüppel. Später kommen dann noch solche anderen, so bewaffnete Wachen. Die schießen dann drauf. Das ist dann nicht so witzig. Aber gut. Wir haben hier vier Wächter und die brauchen natürlich noch so einen Personalraum. Ich denke, ich baue den jetzt eigentlich jetzt direkt mal. Wo kann ich den hinbauen? Wo ist denn der? Kann ich den noch nicht? Krankenstation, Sicherheitsbüro, Wäscherei, Leichenhalle? Wenn es keine Leichenhalle gibt, dann lassen die die einfach rumliegen. Wenn zum Beispiel hier einer stirbt, dann lassen die dann einfach liegen. Juckt die dann auch nicht. Ah, hier ist der Personalraum. Ich denke, ich werde den einfach hier beim Eingang mit hinbauen. Hier. Ja, hier einfach rein. Da kommt dann auch eine. Warte kurz. Hier eine Personaltür. Personaltür rein. Und was mir gerade noch aufgefallen ist, man kommt ins Gefängnis gar nicht mehr rein und raus. Glaube ich. Ja, die kommen hier tatsächlich nicht mehr rein und raus. Heißt, hier oben muss. Wo ist sie denn jetzt da? Irgendwie hat die so ein komisches Bild hier in dem Menü. Ich kenne das gar nicht richtig. Ja, das Problem ist, wir haben uns jetzt hier quasi ausgesperrt. Also wir haben die Bauarbeiter ausgesperrt, weil wir keine Tür hier reingemacht haben. Wo läuft der jetzt lang? Ach, der macht jetzt hier außen die Rohre, okay. Wenn er das machen will. Hier war der Raum, Personalraum. Ich hoffe, das hat so gestimmt. Hat exakt gestimmt, jetzt hat mein Handy vibriert. Ich hoffe, dass man das nicht gehört hat. Weil ich habe die Stoppuhr nebenher noch laufen. Damit ich weiß, wie lange ich schon aufnehme. So. Jetzt wird hier auch die Tür gebaut. 2 Stunden noch. It's the final countdown. Ah, stimmt, ich brauche noch Köche. 2 Stück. Ja, wir haben fast hier die grundlegende Haftanstalt fertig. Oh. Ja gut, ohne Strom ist auch sehr praktisch. So, so. Hier auch noch, glaube ich. Gut, wir lassen jetzt erstmal bauen. Wenn es dann passt, dann passt's. Wenn nicht, muss ich nochmal schauen da, wegen den Kabeln. Wegen den Käbeln. Ist die Mehrzahl. Kabel ist Käbel. So. Ja, man sieht hier, der Generator ist jetzt schon ziemlich ausgelastet, obwohl wir hier nur so ein paar Lampen haben und da unten die Küche. Jetzt wird gerade automatisch gespeichert.